Servus, Salve und Hallo. Diesen kleinen Clip, den ich jetzt hier mache, die erste Minute, den werde ich jedem Film voranstellen, weil ich weiß, dass manche Leute schauen sich nicht Adidas an, sondern kommen erst ab Aeon hinzu. Und ich will, dass jeder das Gleiche hört dessen, was ich jetzt hier gleich machen werde, dass ihr meine Grundregeln da versteht. Also nicht, dass ihr euch wundert, den werde ich jedes Mal davor packen, weil ich keine Lust habe, den jedes Mal neu zu machen. Hier geht es um die Analysen von Einzelwerten. Es geht hier um kurz-, mittel- und langfristig. Das heißt, ich gehe über den Monat, in die Woche, in den Tag, aber nicht tiefer. Ich nenne euch Marken, die ich für wichtig halte, und ich nenne auch K.O.-Zertifikate dazu. Angenommene Aktie kommt jetzt erst in 3 oder 4 Wochen an einen von diesen neuralgischen Punkten, von diesen Make-or-Break-Lines. Da müsst ihr unbedingt die Basis der K.O.-Scheine überprüfen, weil die sich bis dahin verändert hat. Ansonsten, weil ich immer wieder gefragt werde, was sind das für Chartsysteme und so weiter. Unter dem YouTube-Film habe ich einen Link immer noch zu den Trading Brothers bis Ende Januar, einen zu Trader Fox und einen zu Scalable. Wenn da einer draufklickt, das sind Affiliate-Links, da bekomme ich auch einen Schnitzel dafür, nur dass ihr das wisst. Aber bevor ich diese Frage 5-mal beantworte, ist der Trader Fox hier und mein Konto ist bei Scalable, also eins der Konten ist bei Scalable, nur dass ihr das wisst. So, und damit fange ich jetzt an und wünsche euch viel Spaß dabei. So, und weiter geht's mit Allianz. Vor euch liegt der Monatschart. Gucken wir erstmal auf die ganzen Termine, die sie haben. So, hier rein. Die bringen am 23.02. zeigen sie den Jahresabschluss von 2023 und am 8.05. haben sie die Hauptversammlung. Das ist erstmal so die wichtigsten Zahlen, die jetzt in den nächsten Wochen, Monaten anstehen. Die Allianz bringt insgesamt gute Zahlen, die wurden gut aufgenommen. Von den Empfehlungen her, von den neueren Berenberg sieht sie bei 309, die UBS bei 270. Das, wie gesagt, ist der Monatschart. Da will ich gleich mal eins zeigen. Es gibt hier eine Linie. Oftmals ist es so, wenn Werte stark fallen, sowas hier, dieses hier oder insbesondere hier auch die Corona-Geschichte, fragt man sich, wie weit kann der fallen? Dann geht's los, dann sucht man im Chart. Da kommt man auf diese Linie hier. Ja, das war dann von 2016 mal ein Tief. Das wird hier drüben häufiger bestätigt. Aber ich möchte Folgendes auch mal zeigen. Wenn man sich ein größeres Verlaufstief nimmt, das hier ist zum Beispiel die Lehman-Geschichte in 2008, und zieht das dann über die Hochs, kommt man auch oft auf gute Punkte. Jetzt ist die Frage, vertraue ich mir dem Chart oder der Technik, wie auch immer. Aber wenn ich, wie in diesem Beispiel hier, die Fibos einfach mal anziehe, bis zu diesem Tag hier, dann sehe ich, dass das 61er hier liegt und sich mit dem Chart verbindet. Das ist das, was ich Cluster nenne, oder allgemein nennt man das Cluster. Das heißt, verschiedene Gruppen, hier sind es die Fibonacci-Trader, hier sind es auch die ganz normalen Charthändler. Wenn diese Gruppen einen gemeinsamen Punkt haben, ist die Wahrscheinlichkeit, dass der Held oder Widerstand bietet, auf jeden Fall größer, als wenn es nur eine Gruppe wäre. Das nur mal als rein edukatives Element in diesem Film. Einfach ausprobieren. Das ist wie in der Küche. Ja, das ist einfach mal ein paar Gewürze reinschmeißen und schauen, was einem schmeckt. Vom Monat her sind wir weiterhin in Ordnung. Da gibt es nichts zu sagen. Wir haben ein 21-Jahres-Hoch. Diesen Kurs hier haben wir das letzte Mal gesehen. Irgendwann 2002. Kannst du nochmal aufdröseln, hier hinten irgendwo. Das heißt, das ist jetzt nicht unbedingt Widerstand. Die Widerstände, die habe ich erst hier so in dem Bereich von 270 bis 80. Aber nur mal das zu sagen, es ist ein 21-Jahres-Hoch. Da gibt es also andere Aktien, die sind am 21-Jahres-Tief. Also im Monat grundsätzlich in Ordnung. Wir gelten auch hier über den Trendfolger noch in Ordnung, sind überkauft über die Stochastik. Aber ich habe hier im Moment noch kein sinnvolles Verkaufssignal, habe ich nicht. Ich habe so ein bisschen so, könnte mal pausieren, aber mehr auch nicht. Deswegen von der Woche her komme ich hier auch nicht weiter. Und über den Tageschart fällt mir auf, dass dieser Punkt hier, das ist die 215, ist für mich eine sehr wichtige Unterstützung. Wir können da im Prinzip drauf fallen. Wir sollten nur nicht drunter gehen. Wenn wir drunter gehen, wird dieser Aufwärtstrend hier in Frage gestellt.
Im Moment, vor dem Hintergrund einer fallenden Stochastik, einer traditionellen negativen MACD und einer nach der neuen Methode, nach meiner neuen Methode, negatives MACD, muss ich davon ausgehen, dass wir nicht nur die 20-Tage-Linie sehen, sondern irgendwo in diesem Bereich 225 bis 28 gehen. Vielleicht sogar das untere Band sehen, was momentan noch steigt. Deswegen ist dieser Punkt hier für mich so wichtig. Und ich mache das jetzt mit diesen Scheinen hier fest. Ein Call gucke ich, also werde ich mir anschauen, wenn wir hier in diesem Bereich um die 225 sind. Und dann wird es dieser hier, das ist ein 209er. Da liegen wir unterhalb von diesem Punkt. Muss man sehr genau achten, wie das ist, wenn Sie mal dahin gehen. Als Put habe ich einen 275er. Der ist noch weiter hier oben, deutlich weiter hier oben. Ich sehe Puts nicht nur als Spekulationsmöglichkeiten auf fallende Märkte zu spekulieren, sondern durchaus auch als Absicherung für Positionen. Wenn ich irgendwo meine 50, 100, 1000 oder was auch immer Allianz habe, muss ich die ja nicht immer gleich verkaufen. Ich kann sie dann über so einen Put auch absichern. Dafür habe ich diesen 275er gewählt. Also Allianz längerfristig durchaus weiter positiv, aber kurzfristig mit Sicht auf, sagen wir mal, 2 bis 6 Wochen eher negativ und nochmal hier unten irgendwo einen Boden finden, um sich von dem dann abzustoßen. Und dann gehen wir jetzt zum Münchner Rück. So, und dann gucken wir gleich auch mal hier in die Zahlen bei der Münchner Rück. 27.02. ist der Jahresabschluss und am 25.04., also vor der Allianz, ist die HV. Die haben bekannt gegeben, dass sie 5 Milliarden Gewinn in Aussicht stellen fürs nächste Jahr. Das ist eine Menge. Und ihr seht hier auch schon, ich kann die Box hier schon mal rausnehmen, wie die über Jahre eigentlich gut gelaufen sind und die sind auch am All-Time-High. Ja, da sind sie auch schlicht und ergreifend dran. Bei den Schätzungen geht es ein bisschen auseinander. Die Deutsche Bank ist das schwächste Analystenhaus. Die sehen nur 315. Ja. Und der Kurs ist momentan bei 378. So Firmen wie Jefferies, Berenberg, JP Morgan, die liegen alle zusammen bei 435. Ich finde Münchner grundsätzlich interessant, muss ich sagen. Komischerweise haben die fast keine Schadensfälle. Ich frage mich immer, wie das funktioniert mit diesen Hagelschäden, die wir ja in dem Jahr verstärkt hatten. Aber ist in Ordnung. Was mir hier missfällt, ist, es fällt bereits über die traditionelle Sicht, über die moderne Sichtweise. Und das geht hier auch langsam ein bisschen zusammen. Die Stochastik wird auf Monatssicht leicht negativ. Leicht. Ja. Das gefällt mir auf Monatssicht nicht so sehr. Dann haben wir hier die Wochensicht, da ist es schon passiert, hier ist ein Verkaufssignal, hier auch und der Wert handelt knapp über seiner 20-Wochen-Linie. Irgendwie nach dieser Seitwärtsphase kommt es jetzt nicht richtig in die Pötte. Ich mache es mal ein bisschen größer, dass man es besser sieht. Kommt sie nicht richtig in die Pötte. Und das macht mich jetzt momentan ein bisschen skeptisch. Und dann gucken wir nochmal auf den Tag. Ja. Das ist, jetzt mal schauen, Montag, das war Donnerstag. Ja, das ist schon ein heftiger Move hier von der fast 400. Wir waren ja hier sogar über 400, runter bis zur 376. Das ist schnell und viel und böse. Die Technik hat komplett hier gedreht, hat überall Verkaufssignale gegeben. Ich habe eine sinnvolle Unterstützung bei 363 oder 364. Die ist recht gut, die wird schon seit längerem hier so bestätigt. Da muss man mal schauen, dass es da nicht drunter geht. Sollte sie das schaffen, dass sie drunter geht, kommt bei mir als nächster Punkt außer der 200-Tage-Linie der Bereich 344. Also kurzfristig gefallen mir die Allianz besser als die Münchner Rück, muss ich sagen. Beim Münchner Rück habe ich einen Call mit der Basis 338. Der ist natürlich schon, das ist ein heißes Teil, noch nicht, aber wenn wir also hier drunter gehen, unter diese 364 und uns hier tummeln, ist das eine ziemlich giftige Option, 338. Wem die zu giftig ist, was ich verstehen kann, habe ich alternativ noch eine 313 genannt, da liegen wir hier. Das heißt, auch hier, wenn wir dann um diesen Bereich drum kämpfen, und ich muss vor dem Hintergrund dieser Technik davon ausgehen, dass wir erstmal die Aufwärtsbewegung ein bisschen stoppen, erstmal einen Atem holen, einen Imbiss nehmen, dann ist hier der 313er die Option eurer Wahl. Als Put habe ich einen 424er, den kann ich näher dran setzen, weil ich habe hier das Hoch bei 401 und auch hier nicht unbedingt sehen als, oh ja, die Münchner Rück gehen runter, sondern vielleicht auch als Absicherung von bestehenden Optionen. Gut, das war dieser Film, mal schauen, was als nächstes kommt.